Am Hafen gegenüber des alten Rätespeichers in Wilhelmsburg befindet sich eine schöne, große Grünfläche. Natur pur. Bis jetzt ist hier noch wenig zu sehen und zu hören, doch bald gibt es hier Musik und Kunst in einer wunderbaren Mixtur. Vom 14. bis zum 16. August findet hier zum dritten Mal das Dogville Festival statt. Das Dogville Festival ist ein Open-Air-Festival für Musik und Kunst, welches in diesem Jahr zum dritten Mal stattfindet. Wir haben hier über 70 Bands und über 30 Künstler, bildende Künstler, vertreten. In einem kleinen Büro auf der Schanze arbeiten Jean und seine Kollegen das ganze Jahr an den Vorbereitungen für das Festival. Also die Idee zum Dogville ist eigentlich schon etwas älter. Es war einfach so, dass wir das Gefühl hatten, Hamburg hat ein unheimliches Potenzial, welches mal innerhalb in Form eines Open-Air-Festivals dargeboten werden müsste. Und da es sowas in der Form noch nicht gibt, haben wir uns gesagt, das wäre das Perfekte für die Stadt Hamburg. Auch das Line-up ist beachtlich. Mit dabei unter anderem MGMT. Die aus New York stammenden Musiker der Band MGMT spielen ihr exklusives Deutschlandkonzert auf dem Dogville Festival. Auch mit dabei sind die norwegischen Punkrocker der Band Turbo Negro. Die Arbeiten an den Kunstprojekten sind schon im Gange, denn die Ausstellung der Kunstwerke beginnt ab dem 3. August. Hier gibt es ganz verschiedene Kunstprojekte zu sehen. Einerseits innen in unserem Dorf aus dem letzten Jahr, Rauminstallationen und auch Außenaufbauten. Wir haben zum Beispiel hier hinter mir eine Wippe, die Bumtschak-Wippe von Michael Schieben. Wird versehen mit Sensoren, die Bewegung aufnehmen und dann Töne erzeugen. Ein großes überdimensionales Horn, was als Bühne und Tribüne zum Sitzen genutzt werden kann und Ort für musikalische Spielereien von jedermann wird. Also 3-Tagestickets gibt es jetzt noch für 59 Euro an allen Vorverkaufsstellen. Es gibt aber auch noch Tageskarten und 2-Tageskarten. Alles auch unter www.dogville.de zu recherchieren.